Jubel bei der SPD, Freude auch bei der AfD, während es bei der CDU nicht allzu viel zu lachen gab. Und damit guten Abend zu diesem Tagesthemen extra. Brandenburg hat gewählt und die SPD wird im Landtag die stärkste Partei bleiben. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident, hatte ja seine politische Zukunft daran geknüpft. Nun könnte er weiter regieren. Die Frage ist nur, mit wem? Und dazu schalten wir jetzt in unser Wahlstudio nach Potsdam, wo Jörg Schönborn die neuesten Zahlen hat. Jörg, wie ist denn da der aktuelle Stand bei den Hochrechnungen? Brandenburg hat nicht nur gewählt, Brandenburg hat auch gezählt. 40 von 4000 Stimmbezirken fehlen noch. Deshalb kommt diese Hochrechnung dem vorläufigen Endergebnis sicherlich sehr nahe. Ich baue auf. Die SPD mit 30,7, AfD 29,4, da hat sich vorne in der Reihung nichts geändert. CDU 12,1, die Grünen jetzt deutlich unter der 5%-Hürde, 4,2. Sie erreichen auch nicht das angestrebte Direktmandat. Die Linken kippen raus mit 3,0, die Freien Wähler kippen raus mit 2,6. BSW 13,4 und unter den anderen 4,6 ist irgendwo die FDP mit unter 1 versteckt. Überraschend, hier im Landtag in Potsdam sind nur noch 4 statt bisher 6 politische Kräfte vertreten. Die SPD ist stärkste Partei, 32. Die AfD holt die 30, die für die Sperrminorität erforderlich sind, CDU 12, BSW 14. Mit der AfD will niemand ein Bündnis bilden, sie ist politisch isoliert. Die anderen drei Kräfte müssen also übereinkommen. Und da ist rechnerisch eine Mehrheit nur mit dem BSW möglich. Da gibt es ein Mandat über den Durst. Und mit der CDU ist es ein Pari-Pari für die SPD, also ein Bündnis, das nicht möglich ist. Wir gehen auch recht sicher davon aus, dass es keine Überhangmandate, also hier keine Veränderungen mehr geben wird. Also SPD mit BSW, das ist so als Zweierkoalition nicht wirklich erwartet worden im Wahlkampf. Wir haben heute in den Wahllokalen gefragt, die Anhänger der verschiedenen Parteien, fänden sie eine Beteiligung des BSW an der nächsten Landesregierung gut? Die BSW-Wähler sind zu fast 100% dabei, die SPD-Wähler zu 2/3 skeptisch. Dietmar Woidke wird also nicht nur Koalitionsgespräche führen, sondern auch seine Anhänger überzeugen müssen. Ja, aber die SPD bleibt nun mal stärkste Kraft, obwohl es noch vor wenigen Monaten nicht danach aussah. Wie konnten die Sozialdemokraten bei den Wählerinnen und Wählern da punkten? Ja, eine große Mobilisierung, man kann sagen eine Gegenmobilisierung, weil die AfD lange ja die Kraft war, die im Wahlkampf für Aufmerksamkeit gesorgt hat. In der Wählerwanderung kann man das ziemlich deutlich sehen. Der stärkste Zustrom für die SPD kommt von den Nichtwählern, trägt also zur höheren Wahlbeteiligung bei. Von den Grünen, von den Linken haben sie einiges an Stimmen geholt, so geschwächt, dass diese eben rausfallen aus dem Landtag. Was die SPD angeht, so ist ganz interessant, dass die Anhänger, die SPD gewählt haben, völlig unzufrieden sind mit der Bundesregierung. Sie sagen zu 3/4, die streiten so viel, dass nichts mehr im Land vorangeht. Mit Scholz, 60% der SPD-Anhänger, wird seiner Führungsverantwortung nicht gerecht. Sie sagen sogar, ich bin nicht überzeugt von der SPD, ich wähle sie aber, um eine starke AfD zu verhindern. Da sieht man, wie die Motive gelagert sind. Es ist kein Ergebnis für die SPD, aber es ist eines sehr deutlich für Dietmar Woidke, der fast von der Hälfte der Wählerinnen und Wähler als wichtigster Grund genannt wird, die SPD gewählt zu haben. Jörg, vielen Dank für die Zahlen und Analysen nach Potsdam. Und über diesen Wahlausgang habe ich am Abend, bevor klar wurde, dass die Grünen da auch raus sind aus dem Landtag, mit dem amtierenden Ministerpräsidenten von Brandenburg gesprochen, Dietmar Woidke von der SPD. Guten Abend, Herr Woidke. Einen schönen guten Abend. Ihre Strategie, alles auf Ihre Person zuzuspitzen, hat also funktioniert. Sie haben gewonnen. Aber unsere Befragungen haben ergeben, dass 3/4 der SPD-Wählerinnen und Wähler für Sie gestimmt haben, nicht weil sie von der SPD überzeugt gewesen wären, sondern vor allem, um die AfD zu verhindern. Welchen Schluss ziehen Sie daraus? Naja, es kommt immer darauf an,
dass wir als SPD natürlich für Inhalte stehen und wir sind auch Menschen. Also es geht immer um die Menschen und wir haben von Anfang an klar gemacht, es geht hier bei dieser Landtagswahl um Brandenburg. Es geht aber auch darum, wer dieses Land führen soll. Und deswegen dann auch die Zuspitzung. Ich habe gesagt, wenn eine Partei hier gewinnt, die für Strömung steht, gegen die ich mein Leben lang gekämpft habe, dann kann ich nicht weitermachen. Und ich glaube auch, das hat ein Stück weit dazu beigetragen, einige noch mal ein bisschen nachdenklicher zu machen. Also ich bin heute erstmal ein bisschen erleichtert, aber wir haben noch nicht das Endergebnis. Es ist noch sehr knapp und deswegen werde ich noch nicht in Jubel verfallen. Und dennoch, Sie haben sich erst ganz am Schluss auf der Zielgeraden durchsetzen können. Warum ist die AfD im von Ihnen regierten Land so stark geworden, auch trotz der guten Wirtschaftsdaten, trotz großer Industrieansiedlungen in Brandenburg? Ich glaube, die Antworten auf diese Frage finden Sie nicht bei uns in Brandenburg, sondern da muss man ein bisschen weiter gucken. Man muss sich fragen, was ist weltweit momentan los? Demokratien stehen unter Druck, häufig von rechtspopulistischer Seite. Wir haben in Europa, in den Niederlanden die letzten Wahlen erlebt. Wir haben in Schweden die Wahlen erlebt. Wir stehen jetzt vor schwierigen Wahlen in Österreich. Und wahrscheinlich auch nächstes Jahr bei der Bundestagswahl in Deutschland vor sehr schwierigen Wahlen. Und die Frage ist ja, wie können wir dem Rechtspopulismus besser begegnen und vor allen Dingen auch Rechtsextremismus effektiver bekämpfen? Es wird nur gehen mit einer Politik, die nah bei den Menschen ist, Dinge zu tun, die die Menschen verstehen und den Menschen aber auch zu sagen, warum man Dinge tut, beziehungsweise Dinge auch nicht tut. Und deswegen ist es Kommunikation ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich bin froh, dass es hier in Brandenburg zumindest nach jetzigem Stand gelungen zu sein scheint, dass wir hier die stärkste Kraft geworden sind. Aber ich weiß auch, das bleibt eine große Herausforderung, denn dieser Wert für die AfD bei uns im Land, der lässt mich nicht ruhig schlafen. Und nach der letzten Hochrechnung hätte nur eine Koalition mit dem BSW eine Mehrheit in Brandenburg. Können Sie sich das vorstellen? Ich meine, 2/3 Ihrer Wähler lehnen das ab. Ich würde jetzt erstmal abwarten, bis wir das amtliche Endergebnis haben. Da ist sehr viel Bewegung drin und ob die Grünen noch reinkommen oder vielleicht auch nicht. Die Hochrechnungen sind da sehr unterschiedlich. Es gibt noch eine gewisse Volatilität. Deswegen würde ich wirklich dafür plädieren, das Endergebnis abzuwarten und dann reden wir über Koalitionen. Wir werden aber morgen der CDU im Land Koalitionsgespräche anbieten. Das ist erstmal die Basis und dann werden wir gucken, ob wir noch eine andere Partei dazu brauchen. Und natürlich ist eine Frage auch, welche Parteien sind überhaupt drin? Schaffen es die Grünen vielleicht noch reinzukommen? Das werden wir auch erst morgen wissen. Jetzt hat die SPD mit Ihnen einen zuletzt seltenen Erfolg erzielt. Aber Olaf Scholz, der Bundeskanzler, fand im Wahlkampf gar nicht statt. Lautet der Schluss also, ohne Scholz haut's hin? Nee, der Schluss lautet, dass es hier bei dieser Landtagswahl um Brandenburg ging. Und das haben wir von Anfang an deutlich gemacht. Und es geht darum, wer dieses Land führt und wer in diesem Land am Ende die Verantwortung trägt. Und deswegen war von uns das Ziel, von Anfang an klar und deutlich zu machen, dass es wirklich hier um unser Land geht. Und die Dinge, die auf der Bundesebene laufen, sind andere Dinge. Da gibt es andere Verantwortlichkeiten. Aber hier geht es um das Land Brandenburg. Und wie wichtig das ist, zeigt ja auch ein anderer Fakt. Nächstes Jahr haben wir eine Bundestagswahl. Und wenn die dann folgende Bundestagswahl kommt, haben wir sie gemeinsam mit der nächsten Landtagswahl. Das heißt, der jetzige Landtag, die dann zu bildende Landesregierung, wird so lange Verantwortung tragen, bis die übernächste Bundestagswahl im Land steht. Und deswegen war es für uns vollkommen klar, es geht hier ums Land Brandenburg. Und ich glaube, der Kurs war am Ende auch erfolgreich. Und mit Blick auf die Bundestagswahl mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz wieder? Der Bundeskanzler ist gesetzt als Kanzlerkandidat und natürlich wird sich die SPD-Spitze Gedanken machen, wie der Bundestagswahlkampf gut laufen kann. Aber ich glaube schon, dass wir mit unserer Kraft auch dazu beitragen werden, dass diese Bundestagswahl gut läuft. Wir haben ein Interesse daran. Brandenburg braucht eine starke SPD, aber der Bund braucht ebenfalls eine starke SPD. Sagt der amtierende Ministerpräsident von Brandenburg, Herr Woidke. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni. Soweit dieses Tagesthemen-Extra zur Landtagswahl in Brandenburg. Wir melden uns dann wieder natürlich mit den aktuellsten Zahlen nachher zu den Tagesthemen um 23 Uhr. Geben jetzt aber direkt ab an dich, liebe Karin, nach Berlin.